Ich bin so froh, dass das nicht mehr so komisch ist. Oh mein Gott, es... Es hat sich hingelegt. Oh, okay. Ich bin so froh, dass sie daran so aktiv arbeiten. Es ist so ein tolles Spiel. Ich meine, es ist so ein tolles Spiel, Chat. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin total entspannt. So, raus mit euch. Müssen fürs Frühjahr alles ein bisschen schick machen. Nein, ich brauche das. Alles an Schmetterlingen, das hier rumfliegt, brauche ich. Ich bin so froh. Das ist falsch. Warte, warte doch. Moment. Die gibt das zwar nicht, aber ich setze die da trotzdem rein. Geben leider nur 3 Flatterstaub, aber besser so als gar nichts. Und fischen muss ich halt auch viel, viel, viel mehr machen. Auch mal wirklich in den Jahreszeiten die ganzen Fische angeln, die es gibt. Damit ich die auch einfach mal in diesem Almanach habe. Ich bin ja so, ich mache gerne Spiele auf 100%. Wenn sie mir das wert sind. So ein bisschen wie bei Animal Crossing, wo ich das Museum gerne voll habe und sowas alles. Und, das hätte ich hier natürlich auch gerne. Ich würde mich natürlich erstmal auf das Wesentliche konzentrieren. So das, was ich halt anpflanzen kann. Das, was ich hier quasi selbst bewirtschafte. Legt euch nicht mit mir an. Also das, was ich selber beeinflussen kann, dann würde ich als nächstes die Blumen gerne haben und danach erst, dass ich die Tränke und die Rezepte und das alles vollständig habe. Das ist für mich nicht oberste Priorität. Das sind so Sachen, die sind für mich zu vernachlässigen. Ich möchte ja auch die ganzen Möbel noch bauen. Und da finde ich es tatsächlich ein bisschen schade. Nicht das schade? Ging das? Warte das? War das so? Warte. Kann sein, dass ich jetzt totalen Quatsch erzähle, die erst erfasst werden, wenn du sie gebaut hast. Oder auch schon vorher. Bisschen Angst ist, wenn ich das hier alles nicht habe. Ich muss unbedingt gucken, was ich für das Winter-Event brauche. Und vor allem brauche ich Geld vorher. Das ist ganz wichtig. Habe ich aus Versehen unten Knopf gedrückt? Warte. Ey! Gleich? Ich werde gleich umgehalten. Ich habe schon wieder das mit dem... Die fliegt zu hoch gerade. Das ist ja... Das ist Hallibelle. Kannst du bitte mal runterkommen? Dankeschön. Ist das jetzt eine weiße Schnecke? Eine Schneeschnecke? Eine weiße Schnecke. Ich habe total vergessen, woran ich erkenne, dass das eine Schneeschnecke ist. Die noch weißer als die weiße? Oder waren die weißen Schnecken unten? Nee. Irgendwelchen Schnecken. Wo sind meine Krabben? Gott, meine Aufmerksamkeit ist auch wieder sehr gering heute. Wir haben noch alles an Mana übrig. So, wir haben es fast. Wir könnten es schaffen. Aber wow, Diamant ist hier nur noch gering. Hier gibt es den noch am ehesten. Golderz gibt es hier aber sehr, sehr viel. Ich wüsste gerne, wie viel Goldbarren, also wie viel Geld uns Goldbarren einbringen. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass uns aktuell alles ein bisschen weniger buggy vorkommt.
So, wir laufen mal hier lang und schauen mal. Wir prägen uns das ein. Da ist eine Flamme. Oh. Aua. Den kann ich eigentlich ausweichen. Ich brauche den nicht so sehr. Vielleicht sollte ich es einfach mal probieren, was mir das Gold bringt. Da wollte ich abbrechen, da ging das nicht mehr. Da ist auch noch eine. Also so eine Flamme. Die kann mir ja jederzeit begegnen, ne? Das, ich weiß gar nicht, wo ich dann dahin muss eigentlich. Ich bin einfach nicht so gut darin, mir sowas zu merken. Die ist nicht hier. Das ist auch so. Das ist, hab ich gar nicht gesehen, dass das gedroppt wurde. Abbrechen? Geht nicht. Was essen. Doch, was essen. Gut, wenn hier auch nicht der Abgabeort ist, ist es gar nicht so schlimm, dass wir die jetzt nicht gleich gefunden haben. Wo ist der Abgabeort? Oh je. Hier gibt es anscheinend so eine Schleife, die wir hochlaufen können. Da war jetzt nur ein bisschen Gold, das ist jetzt nicht so schlimm. Ui. Hier geht's einmal komplett rum. Komme ich jetzt hier hin? Das ist ja so riesig. Hier. Okay. Direkt dahinter ist auch das Tal. Da habe ich jetzt irgendwie gepennt. Also ich weiß ungefähr, wo ich hin muss, wenn ich es jetzt finde. Das ist jetzt... War ich hier schon mal? Hier ist eine Kerze. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie sich hier irgendwo versteckt. Hier war ich schon mal. Sehr wahrscheinlich, dass sie sich irgendwo da versteckt, wo ich halt auch Kerzen auf meinem Weg habe, um sie dahin zu bringen. Hier war ich noch nicht. Vielleicht finde ich die jetzt hier. Hier ist eine Kerze. Hier bin ich gewesen. Das, wenn ich dann so ewig lange nach denen suchen muss. Ich müsste jetzt hier viel mehr klopfen, aber ich habe halt kaum. Wow. Komm, Ertrag. Da war ein rauer Diamant drin. Okay, man kann da raue Diamanten draus bekommen. Das ist nichts. Es lohnt sich also theoretisch, die Dinger hier auszuheben. Nein, ich konnte nicht ausweichen. Ich konnte nicht ausweichen, es ging nicht. Ich konnte nicht so schnell abbrechen. Nein, um Gottes Willen. Die killt mich am Ende noch. Ich versuche, auf die nächste Ebene zu kommen. Doofe Goldstatue. Da war die leider auch nicht drin, die Flamme. Ich habe total Angst. Ich befürchte, dass ich die nicht rechtzeitig wegbringen kann. Jetzt
bisher meistens aus Stein geklopft. Ich weiß nicht, ob ich die ausbuddeln kann. So, ich würde jetzt quasi hier runterflitzen. Hier hin und hier hin. Und dann hier hoch, genau. Aber hier habe ich sie noch nicht gefunden. Ist auch noch ein Weg. Da kann ich dann einfach gerade hoch. Bin ich wieder am Ausgang. Das wollte ich gar nicht aussehen. Ich nehme es jetzt mit. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Ich habe gedacht, wir können jetzt hier so ein bisschen durch. Muss ich die hier besiegen dafür vielleicht? Keine Ahnung. Ich muss weg, Aua, aua. Oh, das ist ein bisschen heftig hier. Wow, 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 wow. Ich kann halt nicht abbrechen, wenn ich erst eine Aktion gestartet habe. Immer noch nicht. Das ist wirklich... Au! Es ist immer noch nicht dabei. Das gibt's doch nicht. Wo ist es denn? Dann müsste ich hier hoch. Ne? Nur um das nochmal zu festigen. Es ist jetzt schon 7.13 Uhr und ich weiß immer noch nicht, wo es ist. Ist immer noch nicht gefunden. Das war doch nie so schwer. Ist nicht böse. Die spawnen immer wieder neu, oder? Ich bin so dumm. Das glaube ich gerade nicht. Es ist ja schon lange offen. Okay. Graviertes Goldsiegel. Ich kann das alles nicht mehr. Das glaube ich gerade nicht. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe danach... Ich war längst durch. Leute, kommentiert das bitte nicht, dass ich bin... Das... Also, nein. Einfach nein. Ich hatte die Ebene schon offen und hab's einfach nicht gecheckt. Das ist ja jetzt richtig bitter. Aua! Hallo! Ich wollte gerade einen kleinen Zauberschutztrank nehmen, ja? Vielleicht könnten wir mal ganz kurz darüber reden. Da unten ist die Tür. Ich weiß auch nicht, was da jetzt mit mir los war, dass ich da so komplett Brain AFK war. Ich hab das ja alles schon. Ist wirklich keine Zeit. Wollte nicht das Gold? Ich will das hier. Ich nehme das Gold trotzdem mit. Habe ich gerade beschlossen. Obsidian war das. Und ich sage die ganze Zeit Smaragd. Das war Obsidian. Ich komme gerade nicht darauf klar, dass ich so viel Zeit verschwendet habe auf der Suche nach einem Licht, dass das längst nicht mehr da ist. Das ist so traurig. Ha ha!
Okay. Jetzt bin ich wieder am Eingang, glaube ich. Da, wo ich herkam. Hier ist das. Ist die Map viel kleiner, als ich denke? Oder bin ich nur ein bisschen doof? Da unten gibt es noch Diamant. Ich dachte, den gibt es gar nicht mehr. Nicht aus Versehen das Vieh angreifen. Ich hab's gefunden. Lauf, 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 lauf. Das war jetzt hier hoch, oder? Das war jetzt hier hoch. Ja. Das ist doch das Letzte, was ich heute gemacht habe. Ich war immerhin auf zwei Ebenen. Oh Mann, ist das bitter. Aber dann finde ich jetzt wenigstens heraus, welches Siegel ich brauche für die letzten. Graviertes Goldsiegel brauche ich nochmal. Ich weiß nicht, was ich danach brauche. Okay, es gibt kein Wolfsheulen mehr. Das mir sagt, dass es Zeit wird. Es ist nur noch die Musik. Ist es gewollt? Ist das im Bug? Ich weiß es nicht. Ich gucke tatsächlich nur noch, ob wir irgendwelche Erze hier finden, die ich schnell noch mitnehmen kann, bevor hier mein ganzer Status ausläuft. Das ist eine sehr kleine Map gewesen. Nochmal ein graviertes Goldsiegel brauchen wir hier und danach brauchen wir irgendwas anderes. Es wird sehr, sehr knapp, dass wir das noch innerhalb der Zeit schaffen, nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich, dass das funktioniert. Ja. Na. Egal. Kaffee ist so lecker. So lecker. Heiltrank, was brauche ich dafür? Ich brauche dafür Frostrüben-Häppchen. Machen wir mal 8. Was brauche ich dann noch dafür für den mittleren? Nektar und Froschschweiß. Frösche. Ja gut. Ja gut. Heute ist es nebelig. Tralalalala. Lal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 
Schneeflocken kriege ich bloß von den Tierchen hier. Von diesem Frostviech, von dem Unentdeckten, von der Kristalllibelle, von dem Unentdeckten, von dem Frosch, den ich nicht gefangen habe und von der Schneekrabbe, die ich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr sehe. Diamantensiegel? Was? Graviertes Goldsiegel. Stand da jetzt gehämmertes oder graviertes? Ich glaube, da stand graviert. Was kommt denn danach? Ich habe jetzt alle Siegel entdeckt. Kommt dann ein Diamantsiegel? Das macht keinen Sinn. Pars Amethyst, Rosenquarz, Saphir. Das marktfarbene Siegel. Gibt es noch ein Obsidansiegel? Warum habe ich das Viech... Das Viech nicht abgegeben? Weil ich das da unten machen muss. Das Viech. So, das sammle ich alles später ein. Und jetzt bin ich gespannt. Wir brauchen eine Rose mit magentafarbenem Gen. Eine grüne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon hatte. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir lassen die blühen und dann sammle ich die einmal ein. Seid ihr sowieso von allen seltenen eigentlich. Ich habe schon wieder keine Kartoffeln gepflanzt. Jetzt sollten wir aber wirklich mal gucken, was ich da noch pflanzen kann. Ich wollte keine Samen pflanzen, hä? Okay. Mir fehlt gerade ein bisschen Musik, finde ich, irgendwie. Ich wollte gerade sagen, das müsste ja auch so langsam reif werden. Der gute Rogen. So, wir haben drei Felder frei, auf denen man noch was pflanzen kann. Doch, war richtig, Feldarbeit. Da geht jetzt erstmal der Brokkoli rein. Was ist mit dem Roggen? Roggensamen. Wie lange braucht Roggen? Bis er ready ist, 8 Mal. Schaffen wir nicht mehr. Was haben wir noch an Wintersaat? Die braucht 4 Tage. Davon haben wir aber nur 15 Samen. Die brauchen, glaube ich, auch 4 Tage. Die kannst du auch zu jeder Jahreszeit pflanzen. Fenchel braucht auch 4 Tage. Eichelkürbis wächst immer nach 4 Tagen. Okay, also können wir auf jeden Fall nochmal sammeln. Brokkoli braucht 8 Mal. Schaffen wir nicht mehr. Fenchel. Also die meisten habe ich von den Kartoffeln. Kartoffeln könnte ich problemlos nochmal machen. 9, 18, 27. Wir brauchen es eh für das ganze Gemüse. Hm.
Kartoffeln. Ja, ich weiß, da oben haben wir jetzt irgendwie nur so ein halb bepflanztes Feld, aber... Das ist jetzt auch egal. Bei der Landwirtschaft müssen wir sowieso noch ein bisschen reden. Auch wie man Zäune bastelt und wie ich die Tierchen hier alle ordentlich versorge. Bei Nebel könnten sie aber theoretisch trotzdem raus, oder? Ich mache immer Futter rein, obwohl ich weiß, dass sie sich draußen versorgen. Na, du kleines Scheißerchen. So. Ich lasse sie mal ausnahmsweise vorher raus. Und dann gehe ich erstmal in den Stall. So, lass dich mal melken, mein Schatz. Warum gehen die nicht über die Wiese? Weil die nicht aufgeräumt ist? Ich hab immer noch das Gefühl, dass das leicht buggy ist, dass sie sich hier nicht wegbewegen. Weil ich könnte mich auch total irren. Das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen, sonst ärgere ich mich vielleicht. Diese kleinen Höfe zum Beispiel kann ich dann auch einfach irgendwie passend auf ihre jeweiligen setzen. Das ist dann viel, viel praktischer. Genau, ich wollte nochmal ganz kurz... zu den Zaubertränken. Lebenstränke. Unsichtbarkeitstränke wären schön. Ich kann jetzt großen Feuerschutztrank machen. Ah! Unsichtbarkeit, dafür brauche ich unentdeckten Gegenstand. Ja, das habe ich halt noch nicht. Machen wir noch mal. Brauche ich immer. Brauche mehr Ektodau. Wir haben es fast, wir haben es fast. Es ist fast 4 Uhr. Quark? Ist irgendwo ein Tier? Ich reg mich nicht auf. Es geht mir gut. Jetzt hierher. So. Das soll aufhören, über meinen Kopf hinweg zu fliegen. Dieses freche, kleine, freche Ding. Raus mit den kleinen Knäueln hier.